Hallo und herzlich willkommen. Ich bin der Oberstkraut und weil es gerade irgendwo im Forum mal verlangt wurde, mache ich jetzt mal spontan ein Video, wie baut man eine DKW in Trains 12? Oder beziehungsweise wie machen wir das? Möglichkeiten gibt es da sicher unterschiedliche. Ich baue das Ding jetzt einfach mal schnell, erkläre vielleicht die eine oder andere Sache dazu. Das wird nur eine ganz kurze Geschichte. Ich greife mir hier einfach mal so ein Stückchen Gleis ab. Dann legen wir das hier irgendwo hin. Als nächstes organisieren wir uns eine Weichenschablone. Da können wir uns welche aussuchen. Diese 7,5 und 9, das sind Radien. Je größer die hintere Zahl wird, desto gewaltiger ist die Weiche. Seht ihr ja schon, das ist die kleine. Das ist eine sehr große. Die kann dann auch mit hoher Geschwindigkeit überfahren werden. Na komm, fort mit euch. So, nehmen wir einfach mal die hier. Zack, platzieren die da. Das Fadenkreuz da sollte in der Mitte vom Gleis liegen. Jetzt müssen wir diese Schablone noch so drehen, dass sie möglichst exakt in der Mitte des Gleises liegt. Das sieht sehr gut aus. Wenn das schwierig ist, könnt ihr die auch so ein bisschen hier an die Seite einmal verschieben. Und dann gucken, dass diese Richtungsstrahlen hier genau mit dem Gleis parallel liegen. Das hilft dann manchmal. Danach wieder natürlich zurück in die Mitte. So. Und dann brauchen wir wieder Gleis. Und was wir jetzt machen können ist, gehen wir einfach hier hin. Kamera genau senkrecht von oben. Irgendwo hier ziemlich draufklicken. Das ist im Moment noch ziemlich egal. Hier. Und zack. So. Jetzt haben wir unsere Kreuzung mit einem ordentlichen Radius. Dann machen wir hier unten erweitert auf. Spleenpunkt setzen. Und da nehmen wir einfach mal da. Dann suchen wir uns hier. Da gibt es Radien oder Kurvenradien oder sowas. Das steht hier alles wieder. Diese Schablonen erkläre ich jetzt nicht extra im Detail. Einmal hier. Einmal hier. Auf der anderen Seite genau denselben Krempel. Müsst ihr natürlich aufpassen, dass ihr dieselbe Farbe erwischt, ne? Wir hatten diese blassblauen Teile hier. So. Ganz sauber sitzt das nicht. Sieht man, weil die Schwellen hier noch so ein bisschen verkorkst sind. Und das kann man auch, wenn man ein bisschen ein geübtes Auge hat, sieht man das auch direkt. Den hier, den muss ich zum Beispiel immer dafür sorgen, dass die Kamera genau über den Punkten steht. Dann nur dann wird es wirklich sauber. So, das müssen wir hier so ein bisschen zusammenziehen, damit die Schwellen hier organisiert sind. Ja, da kann man viel Zeit mit Feinarbeiten verbringen. So, und dich auch hier. Ups, sorry. Ah, sieht gut aus. So, jetzt sind die Schwellen hier alle wunderbar gleichermaßen organisiert, soweit es eben möglich ist. Sekunde. Dann kann man natürlich noch, wenn man jetzt eine Parallelstrecke hier hat, da kann man dann zwei so eine Schablonen hinlegen. Ich mache das einfach jetzt gerade mal. Noch eine zweite, dann greifen wir uns 7,8. Also die genau gleich orientiert. Jetzt nehmen wir uns unsere Schablonen hier. Dann haben wir, sagen wir mal, 5 Meter Gleisabstand oder 4,5 war, glaube ich, in dem Beispiel, was im Forum gefragt ist. Da machen wir das auch einfach so. So, 4,5, das ist der Punkt hier. Steht ja hier unten auch irgendwo, stand die 4,5 dran. Genau natürlich so, dass diese Strahlen hier, die da dran sind, immer genau übereinander liegen. Dann können wir da nochmal ein Stückchen Gleis hinlegen. Ja, das mache ich jetzt nicht mit zu viel Liebe zum Detail. So. Wo müssen wir hin? Hier. Zack. So. Hier wieder Spline-Punkte setzen. Punkt. Und Punkt. Und damit das alles ordentlich ist, sollte man jetzt hier drüben auch noch so eine Punkte setzen. Und hier oben auch. Möglichst. So. Und dann sind nämlich auch die Bereiche zwischen den Weichen hier, die Schwellen, einigermaßen sauber angepasst. Das ist einfach, dann wird's ordentlich. Gut, wenn man damit fertig ist, die Weichenschablonen wächst, dann sieht man besser. Ich mache mal gerade hier die Spline-Punkte an, damit man die wieder sieht. Okay. Und dann platzieren wir jetzt unsere Antriebe. Da haben wir einmal brauchen wir den Levermotor Invisible. Platzieren wir einmal hier. Und dann einmal auf der Diagonale. Hier. Dann benötigen wir das Weichengestänge.
Einfach damit es schick aussieht. Zack und zack. Zack, zack. Und dann brauchen wir einen Weichenmotor. Das war jetzt nicht der richtige. Nehmen wir mal den hier. Hä? Hatten die jetzt keine... Den mal weg. Na, also geht doch. So, da ist der Weichenhebel. Jetzt auch zu sehen. Dann machen wir das halt so rum. Weg mit dir. Und du solltest auf diese Seite hier. So. Dann brauchen wir wieder den Invisible Motor. Der ist nachher einfach nicht mehr. Der ist nachher im Spiel gar nicht mehr zu sehen. Die Dinger sind im Moment noch rot, weil wir natürlich keine, nicht genug Gleise verlegt haben. So. Und so. 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 Dann müssen wir alles hier begradigen. Was brauchen wir jetzt noch? Ach genau. Die Flankenschutzdinger. Muss ich jetzt mal gucken. War das hier noch? Ja, keine Ahnung. Weiß ich jetzt gerade nicht auswendig. Müsste ich gucken. Aber man kann jetzt hier diesen Flankenschutz hier irgendwo noch hinlegen. Und dann, ups. Und dann sieht das alles nochmal hübscher aus hier. Ja, keine Ahnung. Müsste ich jetzt gerade selber nochmal nachgucken. Weiß ich jetzt gerade nicht mehr auswendig, wie es geht. Gut, dann die DKW-Laterne. Die stellen wir hier einfach irgendwo hin. Ups, da war sie schon. Die steht jetzt hier. Dann konfigurieren wir die noch schnell. Dazu am besten so machen, dass man diese Weichenbezeichnungen hier, die Junction 100 irgendwas, gut sehen kann. Gut. Und dann gibt es hier bei diesem Konfigurationsmenü einen Punkt, wo diese Laterne angedeutet ist. Hier. Und das passt bei uns in diesem Fall auch genau. Das habe ich extra so gewählt, das Bild. Ja, die steht also genau an dieser Position. Und jetzt trage ich hier meine Weichen ein. Die kann man hier übrigens direkt reinschreiben. 1, 2, 7. Und dann bekomme ich direkt die Junction 127. 1, 2, 5. 1, 2, 3. Und 1, 2, 9. Zack. So. Fertig. Gut. Speichern. Zeige ich es nur noch mal ganz kurz im fertigen Bild. Na komm, geh weg da. So, und da sind wir. So sieht das Ganze fertig aus. Nur ein Weichenhebel pro Seite, den man wunderbar klicken kann. Die Laterne hier zeigt dann auch an, wie gefahren wird. Gut. Könnt ihr jetzt selber damit arbeiten. Alles klar, viel Spaß damit.